Christian fährt mit 90 Kilometer pro Stunde. Wie viele Minuten benötigt er, um 36 Kilometer zurückzulegen? Wir nehmen als Bezugskörper die Erde. Hier die Angaben. Die Geschwindigkeit v beträgt 90 Kilometer pro Stunde und die zurückgelegte Distanz d beträgt 36 Kilometer. Was gefragt wird, ist die Zeit in Minuten ausgedrückt. Und um diese Zeit herauszufinden, nutzen wir die Formel v gleich d auf t. Da v d auf t ist, muss t d auf v sein. D ersetzen wir durch 36 und v ersetzen wir durch 90. So finden wir als Zeit 36 Neunzigstel, das heißt 0,4, aber Stunden. Gefragt wird die Zeit in Minuten. Und da jede Stunde 60 Minuten enthält, ist diese Zeit t gleich 0,4 mal 60 Minuten, das heißt 24 Minuten. Die gefragte Zeit t beträgt also 24 Minuten und das ist die Endantwort.